Nach der doppelten Kaltfront am Freitag gibt es eine deutliche Abkühlung am Wochenende, bevor es dann erstmal wärmer wird. Und dann könnte es ab Anfang März wieder deutlich kälter werden. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Deutschlandwetter. In diesem Video schauen wir jetzt als allererstes mal auf die Tagesmitteltemperatur vom gestrigen Mittwoch. Und da hatten wir meist Werte zwischen 7 und 8 Grad im Mittel. Auf der Zugspitze gab es ein Minusmittel von minus 2,6 Grad. Also hier war es schon relativ kühl. Und noch recht kühl war es im Nordosten mit einem Mittel von minus 4 Grad. Schauen wir jetzt auf die Sonnenscheindauer vom gestrigen Mittwoch. Da sehen wir einmal im Osten, nur östlich von Berlin. Sonst im Osten gab es keine Sonne, sonst generell im Südosten gab es relativ viel Sonnenschein Richtung Passau und im Westen hatte immer mal wieder die Sonne zwischen den Wolken hervorgescheint. Jetzt schauen wir mal auf die Mitteltemperaturen bisher im Februar und was dann noch im Februar auf uns zukommen könnte. Schauen wir darauf. Dann sehen wir diesen Abwärtstrend, den es dann gab am 7. 8. Februar, bevor es dann wieder bergauf ging, auf deutlich überdurchschnittliche Werte und ein sehr hohes Tagesmittel, teilweise von 10 Grad, bevor es jetzt wieder zum Ende des Monats bergab geht, mit einem Mittel von meist minus 1 Grad. Schauen wir jetzt auf die Wetterlage vom heutigen Donnerstag und da sehen wir ein Tief, das uns dann am Freitag diese Doppelkaltfront bringen wird. So, und dann haben wir noch ein Hoch auf dem Atlantik. Der Atlantik ist also erstmal geblockt. Dort können erstmal die richtig milden Luftmassen erstmal nicht nach Deutschland kommen. Schauen wir jetzt auf das Wetter vom heutigen Donnerstag und da sehen wir, haben wir am Morgen ein paar Regenfälle, bevor es dann am Nachmittag aufreißt. Und es dann einige Schauer geben wird, die von Nordwest nach Südost ziehen werden. Und teilweise bringen die ein bisschen Regen, aber nicht die nennenswerten Niederschläge. Dazu haben wir Folgetemperaturen und 2 Metern Höhe, vom meist im Nordwesten Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Im Osten wird es am wärmsten, also Richtung Dresden, vielleicht auch nördlich davon mit Temperaturen zwischen 11 bis 13 Grad und im Südwesten ebenfalls mit Temperaturen teilweise sogar bis 14 Grad. Schauen wir auf den Freitag. Der Freitag bringt eine doppelte Kaltfront. Die erste Kaltfront liegt an den Alpen, die aktiviert sich dann am Abend und dann kommt am Mittag so von Norden die nächste Kaltfront, die teilweise Schnee einmal von dem Sauerland bis in den Nordosten, teilweise bis ins Flachland bringt. Schauen wir auf die Temperaturen in der Kaltfront, die sehen wie folgt aus. Dort haben wir Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Südwestlich davon haben wir Temperaturen von meist 10 bis 12 Grad. Dort ist die Kaltfront, also die kräftige Kaltfront mit den Schneefällen, noch nicht angekommen. Schauen wir auf den Samstag. Der Samstag bringt vor allem im Osten ein paar Schneefälle, im Süden ebenfalls. Das Ganze wird dann schauerartig verstärkt sein. Es schneit mal kräftiger und mal wenig kräftiger, aber es werden eher die Schauer, also die Schneeschauer und Schneeregenschauer sein. Die Temperaturen in 2 Metern Höhe, da sehen wie folgt aus. Dort hätten wir im Osten teilweise Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad. Sonst im Westen wird es am wärmsten mit 6 Grad. Im Südwesten teilweise bis 7, 8 Grad. Sonst im Mittel Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Und da merkt man schon, dass es halt deutlich kälter wird. Schauen wir auf den Sonntag. Und da gibt es auch noch einige Schneeschauer, vor allem im Süden, an den Alpen und an der Grenze zu Polen im Osten. Im Westen kann vielleicht ab und zu mal die Sonne hervorschauen und im Nordwesten bleibt es auch trocken. Dort gibt es den Niederschlag oder die Niederschläge erst nächste Woche irgendwann. Schauen wir auf die Temperaturen. 3 Metern Höhe und die sehen wie folgt aus. An Alpen 1 bis 2 Grad, in den östlichen Mittelgebirgen Dauerfrost und am wärmsten wird es im Nordwesten mit Temperaturen bis zu 4 Grad. Aber wärmer wird es auch nicht werden, denn wir haben teilweise sogar in Alpen strengen Dauerfrost von minus 10 Grad. Schauen wir auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die sehen wie folgt aus. Am 26., also am Sonntag, dort kommt ja diese Kaltluft von Nordosten. Die bringt teilweise Temperaturen in 1500 Metern Höhe von minus 11
bis minus 13 Grad. Aber die milde Luft ist auch nicht weit entfernt, die liegt im Süden. Und diese Kaltluft wird dann auch schnell wieder Geschichte sein. Die nächste könnte dann Anfang März kommen. Schauen wir mal auf die Temperaturen jetzt in 2 Metern Höhe, einmal vom Westen. Und da sehen wir hier diesen Abwärtstrend. Da geht es wieder bergauf auf Temperaturen von 6, 7 Grad und dann geht es wieder bergab. Und dann sind auch hier wieder Ausreißer nach oben und nach unten dabei. Der Hauptluft des GFS-Modells ist weiter oben angesiedelt, während auch einige Läufe nach unten gehen. Und dann mit dieser nächsten Abkühlung ab Anfang März gibt es auch wieder einige Niederschläge, nachdem es jetzt schon Niederschlagssignale gibt. Im Osten ähnliches Spiel, auch hier der Abwärtstrend. Dann geht es wieder bergauf und dann wieder bergab. Und dieser Abwärtstrend auch ab Anfang März wird wieder mit ein paar Niederschlagssignalen sein. Und dann könnten wir dann ja Schnee teilweise bis ins Flachland bekommen. Aber das schauen wir uns in diesem Video, in den nächsten Videos noch ein bisschen genauer an. Denn ja, das GFS-Modell, das schwankt so ein bisschen. Mal bringt es Schnee, mal bringt es kein Schnee. Und auch hier ist der Hauptlauf des GFS-Modells in diesem Lauf relativ weit oben angesiedelt, was gestern nicht der Fall war. Gestern war es der kälteste Lauf. Das war's schon wieder in diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, heute Nachmittag vielleicht, wo wir dann noch ein bisschen mehr auf die Kälte schauen. Macht's gut, bis dann und ciao.